Heute möchte ich mich etwas über die Nahrungsmittel auslassen und ihrer psychologischen Bedeutung. Zunächst einmal ist es aber wichtig, sich mal mit dem Thema zu befassen, warum wir überhaupt krank werden, um das Thema der Nahrungsmittel besser verstehen zu können. Was tun wir, um gesund zu werden, um Probleme zu bewältigen? Wir wiederholen. Das ganze Leben ist so ausgerichtet, dass wir eine bewertete Problematik, einen Konflikt so lange bewerten, bis er aufgelöst ist. Jeder Stoff, jede Form der Materie hat einen geistigen Hintergrund und ein spezielles Thema. Und das trifft eben auch auf unsere Nahrungsmittel zu. In jedem Nahrungsmittel, das wir zu uns nehmen, integrieren wir ein spezielles Thema, das wir verdauen müssen. Unser Darmhirn lenkt. Wir haben Lust auf etwas. Wir essen, um uns etwas zu sagen, um möglicherweise Defizite auszugleichen. Ob ich sie seelisch ausgleiche oder ob ich sie übers Essen ausgleiche, ist letztendlich für unseren Körper ziemlich gleichgültig.